Hallo und herzlich willkommen in Folge 6 der Boxing School. Wir waren hier stehen geblieben. Wir hatten unseren ersten Ranked-Kampf mit unserem Blake, den er leider verkackt hat. Ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen. Es hieß, ich soll erstmal nicht auf Damage gehen, ich soll auf Speed gehen. Das machen wir. Wir gehen aber, glaube ich, auf Mirror. Weil Mirror kriegt mehr nochmal Schaden und gleichzeitig Speed. Oder wir sagen jetzt, wir gehen erstmal nur auf Speed und kacken erstmal auf Damage. Ich würde sagen, na gut, ich soll erstmal nicht auf Damage gehen, gehen wir erstmal nur auf Speed. Dann schicken wir die beiden jetzt erstmal nach Hause. Dann gehen wir hier auf Next Day und gucken mal, was uns die Sache hier bringt. So, unser Miller ist nicht gerade optimal. So, wir haben gesagt, auf Speed. Du gehst schön auf Leben. Mehr bringt uns gerade hier nicht weiter. So. Ich denke, jetzt ist Miller soweit, dass er das machen kann. Wunderbar. Denn Aktion machen wir hier. Hypen wir ihn mal ein bisschen. Machen wir hier weiter. So, alle beide sind aus der Puste. Oh, in 5 Days und du bist noch in Aufwärmphase. Gut, wunderbar, so machen wir das. Wir machen wieder Leben, du schön wieder Speed. Das ist kaputt. Nichtsdestotrotz, du gehst wieder runter. Nochmal Boost drauf klatschen hier. Hier läuft es wunderbar. So, du nach Hause. Dich schicken wir auch nach Hause. Dann reparieren wir mal schnell den das hier, das hier und das hier. Das, da komm, reparieren wir den Rest auch noch schnell. So und next day. Ja, wir kriegen langsam unser Geld rein. Wir hätten jetzt mal noch den hier gestartet gehabt, der ist auch bald fertig. Du gehst wieder auf 4 und du auf Attack Speed. Denn sieht es langsam für uns recht gut aus. Und in 3 Tagen wissen wir Bescheid. Du machst mal Boost auf. Du machst deinen Zoff fertig. Wunderbar. 10. Die schicken wir nach Hause und dich. Ich bin mal gespannt, ob Miller uns jetzt wieder enttäuscht oder nicht. Wir glauben an ihn. Und dann heißt es schön weiter trainieren. Bei ab 2 Tagen ist dein Kampf, junger Mann. Du ziehst nochmal durch. Sobald du kein Stamina mehr hast, wirst du den Fight hier machen. Weil wir sind gute Dinge, dass du es machst. Okay, Anzeige gepackt. Ich wollte schon sagen. Fight. Schön Kopf und zack. Immer schön drauf da. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Der bleibt nicht liegen. Komm, jetzt hau nochmal ein paar auf die Fresse, komm, bap, wow, schön. Also ich bin über Blake eigentlich relativ zufrieden, dass er 5 Sterne hat. Mir wurde auch empfohlen, dass wir uns einen Speedkämpfer zulegen sollen, am besten auch mit 5 Sterne. Darum werden wir uns kümmern. Okay. Wir haben wieder einen, dann machen wir hier drauf. Dann... dich nach Hause schicken, dich nach Hause schicken und den nächsten Tag beginnen wir. So, 6000 haben wir langsam zusammen. Das läuft gut. Sponsorship ist fertig. Das war jetzt mehr Reinfall als alles andere, aber okay. Belasten. Dann schicken wir das hier los. Tomorrow, alles klar. Wieder auf Leben, du wieder auf Speed. Und
Das ist kaputt. Kein Problem, Bruder. Das ist auch kaputt. Kein Problem. So, zack, zack. Ich bin echt gespannt, ob jetzt nur Miller es packt oder nicht. Zack. Gut, du und du nach Hause und nächster Tag. Wir sind gespannt, ob Miller es packt. Kämpft er sich die Ehre zurück oder nicht? Also, zack, zack, Body Death und start go. Hatsu, schön. Oh, schön, schön. Und weiter. Sehr gut. Der Licht. Wunderbar. Bleibt er liegen? Er bleibt liegen. Miller kämpft sich die Ehre zurück und hat sich endlich eingerankt. Ist es zu fassen? Miller hat den Ranked-Kampf gewonnen. Es ist kaum zu glauben. Er ist unter den Top 50. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass sich Miller auf den... dass er das Ranking, den Ranking-Kampf gewinnt. Hätte ich niemals gedacht. Weil letztes Mal hat er immer verkackt. Also muss man echt schon mal klatschen für Miller. Das war atemberaubend. So. Vergessen die ganze Zeit die Musik anzumachen. Ich würde sagen, wir kaufen. No, wir kaufen hier keinen Outfit. Er ist dann mit trainieren, du auch. Bap, bap, bap. Boost, boost. Immer schön boosten. Ich würde sagen, wir kaufen einen neuen Booster. So. Du gehst ab nach Haus. Und wir sind mal gespannt, ab wann Blake endlich sagt, hier, ich will besser sein als Miller und rankt mich auch ein. So. Ab jetzt können wir ihn doch eigentlich nur noch auf Dings gehen lassen. Wir gehen jetzt auf den Boxsack zu kämpfen. Weil wenn wir nicht irre, geht das wenigstens hoch, aber der Rest nicht mehr. Okay, mit der Musik, das geht mir... immer dieselbe Musik geht mir auf den Sack. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie Hintergrundmusik mal einbauen tue, kann, whatever. Wo wir nicht wirklich so einen nervigen Sound haben. Wir haben ein bisschen Verlust gemacht, also halb so wild. Fünfter Tag. Öffne das Boxerprofil. Machen wir. Skills hatte keine. Gut. Dann. Du gehst da weiter dran und du gehst schön weiter dahin. Ich denke, es war überhaupt an die ganzen vielen Tipps. Und ja, diese Tipps helfen mir immer und immer mehr weiter. Vor allem muss ich sagen, Larisk, du gibst mir echt gute Tipps. Und ich wollte mich auch mal bedanken, dass du jetzt jeden Tag immer meine Videos gucken tust. Da wollte ich einfach mal Danke sagen. Weil ich habe bis jetzt noch keinen wirklichen Abonnent gesehen, der jetzt bei mir dauerhaft meine Videos geguckt hat. Der mich zwar
abonniert und sagten sich so, ja, okay, das war's. Aber haben nicht wirklich meine Videos geguckt. Deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen, dass du so ein treuer Abonnent bist und meine Videos guckst. Dann ist die Frage. Genau, was ich auch noch fragen wollte, ist, habt ihr irgendwie ein Spiel, was ihr unbedingt sehen wollt? Das ist mal für mich eine interessante Frage. Weil wenn ihr jetzt unbedingt ein Spiel sehen wollt, was ich mal spielen soll, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich lese es mir durch und versuche es auch in die Tat umzusetzen. Weil ich will auch ein bisschen auf eure Wünsche drauf eingehen und sagen, hier, komm, machen wir so. Und er ist fertig, Scout, und haben hier einen Speedboxer mit Stufe. Mit 5 Sternen. Nope. Nope. Belastend. Egal, der wird weiter gesucht. Oh, falsch. So, Search. Heute haben die ihren Kampf. Sagen wir, du gehst hier nochmal drauf und du gehst weiter auf den Boxsack. Und da. Weil sag mal, ich will euch auch ein bisschen was wiedergeben, weil ich will nicht immer das machen, was mir jetzt gerade am meisten Spaß macht. Ich will euch halt auch zeigen, dass ihr so eine kleine Dankbarkeit will ich euch auch wiedergeben, nämlich halt die Sachen, erstmal Spiele, die ihr euch wünscht, weil das würde ich jetzt an meiner Stelle erstmal als Dankbarkeit zurückgeben. Wir machen so, so. Und da wird auf jeden Fall auf Balle gegangen. Und der wird ja hart auf die Schnauze gehauen. Sag mal, Miller haut einmal zu, Lichter. Außer er taunt wieder dreimal rum. Einfach mal zuschlagen, Miller. Wunderbar. Ich denke, der wird jetzt lange liegen. Nee, doch nicht. Schade. Aber jetzt nach dem zweiten Schlag wird er jetzt auf jeden Fall knockout sein. Wollte ich gerade sagen. So. Da haben wir den Skillpunkt. Das ist nice. Wir gehen. Okay, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir gehen einmal hier drauf. Können wir uns in den nächsten Kämpfen halt ein bisschen behilflich sein. Wir haben hier noch mal kurz ein paar Punkte, machen wir das fertig. Dann machen wir noch den Fight hier. Schön auf den Kopf. Sage nachts ungefähr 2 Schlägen ist er weg. Steht noch mal auf. Ja. War aber so also klar. Schön, aber what the fuck? Wenn ich jetzt die letzten Folgen sehe, da hat Miller kein Mal getroffen. Blake, der rasiert hier komplett. Das ist unser Superstar. Dann machen wir das hier noch. So, das nehmen wir an. Yes. Den können wir nicht, okay. Wir schicken erstmal Miller vor, weil in der Zeit können wir ihn noch ein bisschen aufbauen. So, zack, zack, zack. Dann würde ich sagen, dich nach Hause schicken, dich nach Hause schicken. Dann machen wir den nächsten Tag. Jawohl. Und die schicken wir wieder an den Boxring. Die schicken wir aber diesmal zu Miro. Ich sage, das dauert zwar viel, viel länger, aber in der Zwischenzeit kriegt er Speed und Damage dazu. Er hat jetzt erstmal 15 Speed. Man möge sagen, das würde reichen. Aber wir wollen Speed und Damage gleichzeitig drin. Auch wenn es halt wirklich arschlange dauert. So, die schickt man nach Hause. Du hast in 3 Tagen den Fight.
Da wissen wir Bescheid. So. Gehst du da hin? Du schön gegen den Miro. Du kannst weiter trainieren. Aber der Miro. Yep. Reparieren lassen den Ball. Schön. Du kannst nach Hause fahren. So. Miller, Miller, Miller. Du bockst weiter schön dagegen. Du auch. Kriegt jetzt doch eigentlich was dazu oder weniger? Das muss ich mal in Auge behalten. Ich würde sagen, dass wir nach diesem Kampf mal einen neuen Boxsack kaufen gehen. Würde ich jetzt sagen. Da boosten wir nochmal drauf. Ab, ab und nächster Tag. So. Next day. Wir sind gespannt. Jawohl. Drufter und Drufter. Und jetzt haben wir den Typen weg. Komm. Und schön auf die Fresse. Ah. Schön. Schön. Schön, Müller. Und noch gleich ein direkt hinterher. Wunderbar. Der bleibt liegen. Doch nicht. Der will ja förmlich auf die Schnauze. Jetzt bleib liegen. Wer? Das ist doch nicht der Hammer. Wenn wir da auf die Schnauze kriegen, wir bleiben für die ganze Zeit liegen. Wunderbar. Und den nächsten Ranked-Kampf gehört Miller. Wunderbar. Zack. Der ist auch bald fertig. Den trainieren wir jetzt doch zu Ende. Bum. Du machst es fertig. Zack. Upp. Yes, of course. Okay, er kriegt auch nichts mehr dazu. Okay. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und oder einen guten Morgen. Und ich hoffe, ihr werdet in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin. Haut rein.